Hi und herzlich willkommen im Jahre 49 nach Christus. Wir befinden uns im Römischen Reich, sind Statthalter dieser wunderbaren oder einer dieser wunderbaren Städte hier am Rhein. Und ja, wir haben einiges zu tun. Wir müssen zum einen Germanenangriffe abwehren. Die stehen sinnbildlich hier oben. Das zeige ich euch aber alles gleich noch. Wir haben hier unsere Stadt. Wir bauen die Infrastruktur aus. Wir müssen uns um unsere Kasernen kümmern, dass wir die möglichst mit vielen Soldaten füllen, um diese Angriffe abzuwehren. Und ja, im Endeffekt ist es wie bei vielen anderen Spielen auch, das Thema ist letztlich zweitrangig, es ist da, aber man versinkt in Gedanken so in der Spielmechanik, dass es letztlich ehrlich gesagt auch egal ist, sage ich jetzt mal ganz offen. Das Spiel ist von Bernd Eisenstein. Hallo Bernd an dieser Stelle. Wenn du Fehler findest, was bestimmt passieren wird, dann schreib es gerne in die Kommentare, falls du das Video siehst. Ich habe dir ja auch schon ein paar Mal geschrieben. Aber ja, ich hoffe, das Gröbste mache ich richtig und es gibt nicht so viel zu bemängeln. Discordia habe ich schon vor der Messe auf dem Schirm gehabt und kam jetzt endlich dazu, es zu spielen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich irgendwie ein bisschen in Verzug war mit den ganzen Messespielen und es auch immer noch bin. Und ja, als nächstes stand jetzt Discordia auf dem Programm. Um vorab schon mal ein bisschen zu spoilern, dieses Spiel gefällt mir richtig gut. Ich muss sagen, es ist ja vor jeder Messe so, man hat diese Preview-List und dann sind da unsagbar viele Spiele drauf. Viele Spiele sehen einfach total toll aus. Viele Spiele fallen in eine Kategorie, die man eigentlich gerne mag. Viele Mechaniken sprechen einen an und man denkt sich oft so, was soll das Spiel jetzt falsch machen? Es wird mir gefallen. Und ich war jetzt wieder an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, einige Messespiele haben mir letztlich doch nicht so gut gefallen, wie ich gehofft habe. Aber Discordia gehört tatsächlich nicht dazu und ich sage es direkt vorab, Discordia führt jetzt schon meine Rangliste 2022 nicht an, aber ist auf Platz 2 der meistgespielten Spiele bei mir im Jahr 2022 und die Liste wird eigentlich nur angeführt von Golem. Und Discordia hat es jetzt schon auf Platz 2 geschafft. Warum ist das so? Zum einen finde ich es eigentlich mal ganz witzig. Hier ist es nicht so, dass wir immer mehr Miepel oder Arbeiter irgendwie ansammeln müssen. Hier ist es sogar so, wir müssen sie loswerden. Wir haben hier so ein kleines Häufchen Figuren, Seeleute, Soldaten, Händler und Bauern. Und Ziel des Spiels ist es, diese Anzahl stark zu reduzieren, denn letztlich gewinnt der entweder gar keine von diesen Figuren mehr hat oder dann am Ende die wenigsten. Und das finde ich eigentlich eine ganz lustige Sache, dass ich wirklich mal gucken muss, dass ich Dinge loswerde und nicht noch mehr Dinge ansammle. Und ich finde es ganz cool, dass wir keine Siegpunkte haben. Also wir sammeln in diesem Spiel keine Siegpunkte. Wir sind eigentlich nur darauf bedacht, irgendwie diese Figuren loszuwerden. Und alles, was wir quasi tun, machen wir im Hinblick darauf, wieder Figuren loszuwerden. Und das ist zum einen interessant, weil ich es so in keinem anderen Spiel bisher hatte. Und es ist gleichzeitig eine enorme Herausforderung, weil man, ja, wenn man immer dieses Punktesammeln gewöhnt ist, ist das schon ein bisschen komisch. Und für mich macht es das ganze Spiel auch ein bisschen schwieriger, weil es so an dieser einen Sache hängt. Also diese Figuren halt loszuwerden. Und ich habe irgendwie gefühlt keine andere Möglichkeit, hier mal irgendwas zu Wege zu bringen, als ja, diese Figuren loszuwerden. Und das hat mich aber extrem herausgefordert, weil ich das Spiel auch ehrlich gesagt immer noch ziemlich schwer finde. Also wir spielen das heute mal zusammen in einem Solo-Let's Play. Dann könnt ihr euch angucken, wie mein aktueller Leistungsstand ist. Ich glaube, die geringste Anzahl an Figuren, die ich mal hatte, waren 8. Und das war, glaube ich, auch ein Zwei-Personen-Spiel. Im Solo-Spiel, ich weiß nicht, in meinem letzten Solo-Spiel hatte ich 11 und wir ziehen am Anfang 15. Also es läuft nicht so gut, aber das ist halt auch das Tolle an diesem Spiel. Bei vielen anderen Spielen hätte ich vielleicht schon keinen Bock mehr irgendwie, weil ich denken würde, es läuft nicht. Aber bei diesem Spiel weiß ich oder habe ich im Gefühl, beziehungsweise ist mir schon klar,
dass ich hier noch einiges bewegen kann, wenn ich mich da mehr reinfuchse. Und das finde ich eigentlich geil. Und deswegen bleibe ich auch dran und entwickle einfach immer mehr so den Elan, komm, nächstes Mal schaffst du es, nächstes Mal schaffst du es. Und damit macht das Spiel bei mir schon sehr viel richtig, weil das wirklich nicht, weiß Gott nicht, jedes Spiel schafft, dass ich denke, ja, das will ich nochmal versuchen. Also oft ist es halt auch so, dass ich mir denke, ach, es ist mir eigentlich egal, ich will es ehrlich gesagt nicht nochmal versuchen. Lass das Spiel Spiel sein, ich nehme es einfach so hin und das tue ich hier nicht. So, dann schauen wir uns das Spiel mal an. Ich habe mir hier das Regelheft nochmal hingelegt, weil ich auch die ganzen Namen nicht hundertprozentig, also von den ganzen einzelnen Bestandteilen drauf habe, beziehungsweise manchmal verwechsle ich Privilegien und Dekrete und so Geschichten. Also wir haben hier zum einen den Hauptplan, der für alle gilt. Hier haben wir das Jahreszeitenboot. Das Jahreszeitenboot fährt auf unserem runden Fluss. Wir spielen insgesamt über fünf Runden. Fünf? Nee, vier. Entschuldigung, vier Runden. Und jede Runde besteht aus fünf Jahreszeiten. Und wenn das Boot am Ende angekommen ist, in der letzten Runde, dann findet immer so eine kleine Abrechnung statt, aber dazu später mehr. Hier oben haben wir unsere Germanenplättchen. Das sind ja im Grunde die Angriffe, denen wir nach jeder Runde ausgesetzt sind. Hier oben links sehen wir die Stärke der Angriffe. Sobald wir hier auf dieses vierte Feld kommen, decken wir hier oben noch den Stapel auf. Das wird dann am Ende addiert und dann müssen wir halt gucken, können wir diesen Angriff abwehren, diese Stärke. Und die Stärke wehren wir ja damit ab, dass wir in unseren Kasernen, habe ich hier eine, ja, hier wäre zum Beispiel eine Kaserne. Das wäre jetzt eine Kaserne, die insgesamt auch vier Leute überhaupt fasst. Das heißt, damit wäre ich in der Lage, zwei Angriffe abzuwehren, wenn ich die voll hätte. Es zählen aber auch nur Kasernen, die komplett ausgefüllt sind mit Figuren. Also wenn da jetzt irgendwie nur zwei drinstehen oder drei, dann würde das nicht zählen. Dann habe ich Kasernen, da passt nur eine Person rein. Das heißt, mit der Kaserne alleine könnte ich diesen Angriff jetzt auch nicht abwehren. Und ja, dann guckt man halt am Ende der Runde, habe ich die zwei erreicht, dann würde ich hier rechts, das Grüne ist immer der Bonus, den ich dafür bekomme. Wenn ich aber diese Zahl unterschreite, das heißt nicht abwehren kann, dann bekomme ich hier immer eine kleine Strafe. Und ja, das ist auch recht essentiell in dem Spiel, insofern, als dass mir das ziemlich viel kaputt machen oder auch bringen kann. Es gibt auch mal Phasen, da betrifft einen quasi der Schaden nicht, den man hiervon trägt, weil man vielleicht Dinge gar nicht besitzt, die man irgendwie abgeben müsste. Aber man kann dadurch auch viel gewinnen. Also das ist für mich auch ein Spiel, das habe ich gemerkt, wo jeder Bonus wertvoll ist und man jeden Bonus irgendwie mitnehmen sollte, um hier weiterzukommen. Ja. Hier oben haben wir Sterne. Wir starten im Solospiel mit 16 Sternen. Die legen wir hier oben rein. Die Sterne sind hier für diese Expeditions- und Entwicklungsleiste. Da arbeiten wir uns von unten nach oben hoch und können dann darüber auch viele Boni kassieren. Und hier gibt es noch ja, so Erweiterungsteils, um diese Leisten noch nach oben hin zu erweitern und dann noch zwei Boni mehr zu bekommen. Dafür sind die Sterne da. Ich starte, beziehungsweise im Zwei-Personen-Spiel auch, startet jeder mit 6 Sternen. Da nehme ich mir hier noch so einen Manipulationsmarker. Damit kann ich Würfelwürfe nach oben oder nach unten um eins verschieben. Und ja, genau, unser Jahreszeitenboot fängt natürlich vorne an. Hier haben wir nicht Bonusplättchen, ich muss gerade Aktionsplättchen, genau, das sind 6 Stück. Die mischen wir einfach und legen sie zufällig aus. Das heißt, man sieht, sie sind Würfelwerten hier zugeordnet. Jeder Würfelwert hat eins von diesen Aktionsplättchen. Dann haben wir Stadtplättchen, das sind die hier unten. Man legt immer so viele Reihen aus, wie man Spieler hat. Im Solospiel, da ich ja einen virtuellen Gegner habe, lege ich auch zwei Reihen aus. Das heißt, zwei Reihen ist das Minimum, mit denen wir spielen. Ihr seht auf den Stadtplättchen Würfel. Die Würfel sind natürlich assoziiert mit dem Würfel, den wir uns letztlich aussuchen. Das heißt, es gibt einen Würfel, über den wir dann Aktionen machen und da ist, ja, ist dann natürlich von Vorteil, dass der mit so vielen Plättchen wie möglich übereinstimmt, auch die wir haben. Aber dazu gleich auch noch mehr. Ja, dann erfordert es aber, um diese Stadtplättchen zu bauen, dass wir Stadtausbauten haben. Wir starten hier auf unserem Playerboard mit
insgesamt 6 Ausbauten, die wir schon haben. Das ist hier oben einmal Wasser, dann hier für die Kaserne eine Kastelle. Wir haben 2 Marktplätze und 2 Äcker. Und genau, Äcker. Dann können wir darauf bauen. Hier können wir jetzt nicht bauen. Das heißt, wir müssen erst die jeweiligen Stadtausbauten ja, uns auftreiben über Hauptaktionen und die dann bebauen. Wir bauen grundsätzlich immer von links nach rechts. Das heißt, wenn hier was frei ist, können wir hier noch nicht bauen. Genau, hier unten haben wir das ist unser Versorgungsring hier, da starten wir auf Feld 0. Ich glaube, das ist der Aquädukt, genau. Auf dem Aquädukt, nee, beziehungsweise anders gesagt, ihr seht hier überall diese Männchen mit diesem kleinen Sack. Ich habe ja gesagt, wir wollen möglichst viele von den Figuren loswerden. Und jetzt ist es so, dass wir an jedem Rundenende gucken, wie viele von diesen grauen Männchen sind sichtbar auf unserem Tableau. Und je mehr sichtbar, also wir müssen dann quasi die Anzahl, die bei uns sichtbar ist, abzüglich der Zahl auf der Aquäduktleiste, die wir schon ja, beschritten haben, die müssen wir neu ziehen aus dem Beutel. Das heißt, im schlimmsten Fall kommt da noch mal einiges nach jeder Runde dazu an Figuren, die wir eigentlich loswerden wollen. Das heißt, im Moment haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 11 und minus 0, weil ich noch nicht weiter bin. Das heißt, das wäre jetzt der Stand, an dem ich am Rundenende 11 Figuren nachziehen müsste. Das heißt, es gilt zu verhindern oder es gilt, ist erstrebenswert, diese Figuren möglichst abzudecken. Und hier haben wir zum Beispiel eine Leiste, da können wir diese 4 Felder mit Dekreten, das sind die hier, abdecken. Das erfordert aber, dass wir die Ziele, die hier drauf abgebildet sind, erreicht haben müssen, um uns so ein Dekret zu nehmen. Und dann können wir das halt abdecken. Das machen wir auch von unten nach oben. Bei den unteren beiden wäre es natürlich besonders erstrebenswert, damit wir schon mal die 2 einfach weniger haben. Ob wir jetzt die Boni hier oben noch kassieren wollen, egal, aber jetzt geht es erstmal darum, ja, diese Figuren halt möglichst auch irgendwie abzudecken. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Genau, Türme und Handelstürme. Also beziehungsweise Türme, Militärtürme und Handelstürme. Das sind die hier. Ja, das seht ihr schon hier oben. Die können wir passend hier anlegen. Und die haben dann auch nochmal Platz für Figuren. Also in dem Fall wären das 2 da, also 2 rote. Dann haben wir hier nochmal einen roten und einen blauen. Und hier drüben haben wir Handelstürme. Handelstürme erlauben uns auch assoziiert mit der jeweiligen Würfelaugenzahl. Figuren zu tauschen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, mir passen die gelben Figuren gar nicht. Ich bin nicht optimistisch, die jemals nochmal loszuwerden. Das heißt, ich werfe die in den Beutel und ziehe mir dann aber 3 neue blind. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass ich wieder 3 gelbe ziehe. Aber das ist die Funktion dieser Handelstürme. Die Manipulatoren habe ich schon erklärt. Grundsätzlich ist es erlaubt, Manipulatoren zu addieren, wenn ich mehrere besitze. Wir können allerdings nie von der 6 zur 1 oder also von der 1 zur 6, indem wir rückwärts gehen. Das funktioniert nicht, beziehungsweise 6 zu 1, indem wir vorwärts gehen. Genau, und dann haben wir hier noch, das sind die Privilegien. Privilegien können wir uns auch verdienen und bekommen hier auch ja, einen Bonus. Also entweder sind das einmalige Boni oder es sind dauerhafte Boni und die können wir uns dann irgendwie in den Sport legen und im besten Fall denken wir auch dran. Hier ist auch noch so eine kleine Erinnerung, wenn ich die 4. Stadt ausbaute oder die 6. gebaut habe, bekomme ich quasi so ein Dekret. Privileg, nicht Dekret, ich verwechsel es manchmal. Genau, das ist was, was ich ständig vergesse, ehrlich gesagt, weil ich einfach nicht dran denke. Und also mit den Ausbauten sind dann die gemeint, das andere sind ja die Stadtplättchen. Nehme ich zumindest an, so habe ich es verstanden. Ja. Nachdenken, ja, jetzt erstmal zum Wichtigsten und zwar ist es der Würfelmechanismus. Jetzt habe ich noch fast den Würfel, die Würfel verloren. So, zu Beginn einer Runde würfeln wir. Jetzt ist es so, im Solospiel haben wir hier diese Plättchen. Das heißt, ich decke jetzt immer, wenn ich im Spiel bin, ein Plättchen. Ich würfel, decke ein Plättchen auf und mache das, was draufsteht. Und das führt eigentlich in den meisten Fällen dazu, dass ein Würfel aus dem Spiel herausgenommen wird. Im Zwei-Personen-Spiel ist das so, einer der Spieler ist der Maximus
Und der Maximus ist der, der sich, nachdem er gewürfelt hat, einen Würfel nimmt und hier oben auf sein Board stellt. Dieser Würfel ist für alle anderen Spieler ab da nicht mehr verfügbar. Das heißt, die anderen Spieler oder der andere Spieler muss aus diesen Würfeln, die noch übrig sind, wählen. Das simuliert in dem Fall meinen Solo-Gegner, indem ich dann das Plättchen umdrehe und er mir einen Würfel wegnimmt. Und ja, ich mache das jetzt einfach mal, um den Mechanismus kurz zu erklären. Ja, das ist jetzt ein blödes, nehmen wir mal das. Genau, der sagt jetzt, es betrifft den gelben Würfel, das heißt, ich würde den gelben Würfel rausnehmen. Was das gleich noch zur Folge hat, dazu komme ich noch, aber erstmal zu den Würfeln selber und zu den Aktionen. Ich habe jetzt also die 4 und die 6. Generell ist es so, wenn ich jetzt hier die 1 hätte und würde die wählen, würde ich einen Bonus bekommen, weil unser Jahreszeitenboot auf der 1 steht. Genauso wäre es, wenn es auf der 4 stünde. Ja, dann würde ich nochmal einen speziellen Bonus bekommen, das steht hier oben. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um sich noch irgendwelche Boni halt zu nehmen. Und gerade in diesem Spiel, wie gesagt, ich bin dankbar über jeden Boni, den ich irgendwie einkassieren kann. Ja, dann haben wir verschiedene, ja, Möglichkeiten an Hauptaktionen. Zum einen kann ich sagen, ich nehme hier so ein Stadtplättchen. Das muss natürlich in der Leiste sein, in der sich hier mein Würfel befindet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme die 4, dann könnte ich mir das Gelbe nehmen oder das Blaue. Das lege ich dann in meine Stadt, setzt wie gesagt voraus, dass ich ein Stadtausbauplättchen habe und ich fange auf jeden Fall ganz links an, es auszulegen. Dann habe ich die Möglichkeit, ein Stadtausbauplättchen zu nehmen, indem ich aber hier diese Aktion brauche. Das heißt, bei uns würde es jetzt nicht funktionieren. Ich brauche hier diese Bauaktion, die ist auch hier oben abgebildet. Außerdem abgebildet ist die Bauaktion hier auch auf diesen Erweiterungstafeln für unsere zwei Leisten. Das heißt, das wären alles Bauaktionen und das wäre ja, eine weitere mögliche Aktion, die wir machen könnten. Dann können wir sagen, wir entwickeln etwas, das jetzt aber im ersten Zug, also bis wir hier einen Stern reingelegt haben, voraus, dass wir eine 6 würfeln. Später geht es dann auch mit einer 5. Also in dem Moment, wo wir hier einen Stern reingelegt haben, können wir die Aktion, hier auf der Leiste hochzugehen, auch mit der Augenzahl 5 machen. Ja, wie schon gesagt, nehmen wir uns einen Stern, sofern wir noch einen haben, legen den hier rein und haben quasi die Aktion der Entwicklung ausgeführt. Dann gibt es die Möglichkeit, also es ist halt immer hier abgebildet auf diesen Aktionsplättchen, was ich machen kann. Und eine davon kann ich mir halt aussuchen oder dieses Stadtplättchen halt zu nehmen. Das heißt, in dem Fall könnte ich, das betrifft uns aber jetzt noch nicht, weil wir noch keine Stadtplättchen hier liegen haben. Anders wäre es, wenn das schon da liegen würde. Dann könnte ich sagen, hier die obere Aktion macht es mir möglich, eine Figur auf einen Marktstand zu stellen. Da wäre aber nötig, dass ich eine weiße Figur habe. Ich hätte jetzt nur eine. Das heißt, da könnte ich sagen, okay, ich nehme die Aktion und stelle die da drauf. Allerdings kann ich nicht beides machen. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich nehme ein Plättchen und mache die Aktion. Also ich muss mich quasi von oben nach unten entscheiden. Mache ich die Aktion, die Aktion, die Aktion? Oder nehme ich mir hier ein Stadtplättchen? Und ja, die bedeuten im Grunde immer Figuren auf unsere Stadtplättchen zu stellen, je nach Farbe halt. Das ist hier aber eigentlich ganz gut angegeben. Hier unten können wir uns einen Stern nehmen. Je nachdem, worauf man sich spezialisiert, wenn man das hier auf diese Entwicklungsleisten macht, dann kann es relativ zügig passieren, dass man keine Sterne mehr hat. Deswegen ist das immer eine coole Aktion. Ja, oder halt wie gesagt, das Ausbauen. Oder Stadtplättchen nehmen. Also relativ simpel. Die Aktionen sind eigentlich begrenzt, sehr konkret und man hat nicht das Gefühl, dass man zu viel machen kann. Zusätzlich zu jeder Hauptaktion ist es theoretisch, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, noch möglich, Nebenaktionen zu machen. Ja, das heißt, bei den Nebenaktionen ist es so, ich suche mir jetzt einen Würfel aus und gucke, ob ich ein Stadtplättchen besitze, was Farbe und Wert dieses Würfels hat. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich das schon gehabt hätte, dieses. Und das würde mir jetzt als Nebenaktion erlauben, dass ich ein blaues Männchen hier oben noch reinsetzen darf. Das heißt, ich gucke einfach, was ist das nächste freie Feld.
Das wäre jetzt hier oben, wir fangen oben an und gehen dann bis nach unten. Und jetzt kann ich für ein freies Feld die Anzahl an Männchen da reinsetzen, an Figuren, die draufstehen. Und das ist eine Nebenaktion. Das könnte ich jetzt theoretisch für alle Plättchen machen, die mir eine blaue 4 zeigen. Später ist es so, wenn ich hier die Leiste ja, höher gekommen bin, dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch von anderen ja, diese Nebenaktion benutzen. Also je nachdem, wie weit ich hier hochgekommen bin. Das heißt, dann könnte ich für rote Plättchen zum Beispiel die Augenzahl jeder anderen Farbe auch benutzen für die Nebenaktion. Und das geht hier auch mit Gelb und mit Blau noch. Und jo, genau. Das war's, glaube ich. Ich überlege. Ein kurzes Brainstorming. Habe ich noch was vergessen? Ja, fürs Solospiel halt noch, aber das gucken wir uns jetzt an, also wie das genau abläuft. Und das jeweilige Rundenende gucken wir uns dann auch im Spiel nochmal an, also was man am Rundenende so macht. Also ich würde jetzt würfeln und ziehe mir hier ein Plättchen. Das wäre jetzt ja, der günstigste Fall insofern, als dass ich keinen Würfel hergeben muss. Ich muss jetzt einfach nur so ein Manipulatorenplättchen aus dem Spiel entfernen. Also wir entfernen hier auch extrem viel im Solo-Modus. Also hier steht immer irgendwas drauf, was entfernt wird. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man möglichst schnell sich hier irgendwas aneignet, damit überhaupt noch was übrig ist. Genau, das lege ich jetzt zur Seite. Und jetzt kann ich ja alle Würfel benutzen. Das sind die 15 Figuren, die ich mir aus dem Beutel gezogen habe. Hier ist auch der Beutel mit den restlichen Figuren. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an und gucken, was ich heute Gutes zu Wege bringe. Also hier oben hätte ich jetzt den Vorteil, ich könnte dadurch, dass das Jahreszeitenboot auf der 1 steht, sagen, ich nehme die 1, um den Bonus zu bekommen. Der Bonus wäre, dass ich mir hier auf der Leiste einen Stern reinlegen könnte. Das ist natürlich cool. Dann kann ich Hauptaktion wählen, entweder was zu bauen, eine Entsendung, aber ich habe nichts, wo ich was hin entsenden kann. Dann könnte ich mir 2 Sterne nehmen oder ich nehme mir ein Stadtplättchen. Am liebsten wäre es mir jetzt eigentlich, wenn ich mir ein rotes Plättchen, das heißt eine Kaserne, nehmen könnte, damit ich schon mal anfange, hier ein bisschen aufzubauen gegen den Germanenangriff, zumal ich noch nicht weiß, welche Stärke mich hier noch erwartet. Das erfahren wir erst in Runde 4. Und jo. Dann werde ich aber trotzdem bei der 1 bleiben, weil ich den Bonus gerne haben möchte. Das heißt, ich nehme die blaue 1 und als Bonus für das Boot lege ich mir jetzt hier schon mal ein Sternchen rein. Hier gibt es jetzt keinen Bonus, aber ich bin schon mal eins weiter. Und als Aktion würde ich mir das blaue Stadtplättchen nehmen, um mir hier schon mal den Hafen abzudecken. Das heißt, ich habe schon mal eine Figur weniger. Und ja, letztlich macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn man immer mal so ein bisschen nach Wahrscheinlichkeit guckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Vieren würfle, beziehungsweise welche Erfahrungen habe ich vielleicht auch in den letzten Spielen gemacht, was würfle ich recht häufig. Sechsen würfle ich zum Beispiel fast nie, das heißt, es macht natürlich Sinn, auch irgendwie zu gucken, dass ich mir Plättchen nehme mit Würfelaugenzahlen, von denen ich dann vielleicht im Zuge einer Nebenaktion nochmal irgendwie profitieren kann. Ja. Eine Nebenaktion könnte ich jetzt tatsächlich machen, wenn hier eine 1 drauf gewesen wäre. Das heißt, das Plättchen, was ich mir gerade genommen habe, befähigt mich dazu, die Nebenaktion auch direkt auszuführen, sofern es passen würde. Tut es hier jetzt aber nicht, weil es eine 1 ist. Das heißt, mein Zug wäre damit schon am Ende. Und das Jahreszeitenboot fährt weiter. Ich würfel wieder und ziehe ein weiteres Plättchen. So, jetzt nehmen wir den gelben Würfel raus, der hier abgebildet ist. Und gleichzeitig, also wir orientieren uns vorrangig an der unteren Reihe und gucken, dass wir das Plättchen 1, 2, 3 in diesem Fall rausnehmen. Wäre das Plättchen jetzt schon weg, würden wir das obere nehmen. Eigentlich orientieren wir uns, wie gesagt, in der unteren Reihe. Aber falls es schon weg wäre, würden wir das obere nehmen. Und wenn es auch schon weg wäre, würde gar nichts passieren. Das heißt, ich lege das jetzt raus und nehme den Würfel raus. Und hier unten nehme ich eins von der Entwicklungsleiste. Ich hoffe, ich verwechsel die nicht. Expeditionsleiste. Klar, wenn die Chance 50-50 ist. Genau, von der Expeditionsleiste kommt eins weg. Das ist natürlich ziemlich bitter, weil das relativ schnell geht, dass sie irgendwie weg sind.
Und dann ist natürlich irgendwie nichts mehr übrig. Das ist doof, aber ich weiß nicht, ob jetzt der Punkt ist, mir schon so ein Entwicklungsteil zu kaufen. Beziehungsweise, falls es jemand weiß, ich habe mich eigentlich gefragt, weil die auch identisch sind, nehme ich mir wirklich über meinen Gegenspieler alle vier weg oder mache ich irgendwie nach zweien halt? Das würde mich interessieren, falls es jemand weiß und im besten Fall der Bernd. Genau. Ja. So. Das war's. Der kommt weg und dann habe ich hier die drei oder die vier zur Auswahl. Die vier würde mir jetzt nichts bringen, weil die nicht blau ist. Und die 3 wird mir auch nichts bringen, weil ich nichts mit einer 3 habe. Ich will noch mal kurz was nachlesen. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Entsenden könnte ich was, aber möchte ich das denn schon? Oder nee, ich nehme jetzt hier so ein Kasernenplättchen. Das mache ich. Genau, mit einer roten 4. Das, genau, jetzt haben wir ein gutes Beispiel. Das heißt, ich kann die jetzt schon direkt benutzen. Aber erstmal, hier unten ist ein Bonus drauf. Das heißt, ich kann mir wieder ein Sternchen hier oben reinlegen und bekomme jetzt den Bonus, dass ich eins von diesen Figuren, eine von den Figuren in den Beutel legen darf. So, alles der Reihe nach. Das haben wir gemacht. Genau, jetzt kann ich noch die Nebenaktion machen. Die Nebenaktion erlaubt mir, weil ich eine rote 4 habe, hier oben eine Figur reinzustellen. Und damit wäre mein Zug auch wieder vorbei. Wir gehen eins weiter. Ziehen wieder ein Plättchen. Das wäre jetzt der blaue Würfel. Der zeigt die Augenzahl 2. Das heißt, wir nehmen das zweite Plättchen raus. Und hier unten nehmen wir eins von diesen Marktplätzen raus. Eins von diesen Marktplätzen. Ja, und jetzt habe ich 2 Sechsen übrig. Das ist natürlich, wäre ganz cool, weil ich könnte sagen, ich gehe jetzt mal auf der Entwicklungsleiste nach oben. Mache ich das? Das würde mir halt jetzt eigentlich also den Vorteil bringen, dass ich ab sofort mit der Augenzahl 5 schon hier weiter hochgehen könnte und hier könnte ich halt 2 Figuren tauschen, aber ehrlich gesagt bin ich im Moment nicht besonders scharf darauf, das zu machen, weil mich das gerade irgendwie nicht interessiert. Mit der Kaserne hätte ich jetzt auch, wie gesagt, es erfordert ein volles Kasernenplättchen, damit mir die Stärke angerechnet wird an Figuren, die drauf ist. Und jetzt hätte ich schon mal die linke erreicht. Und jetzt ist halt die Frage, was mich rechts noch treffen wird. Ja, ich denke, dass ich hier mit dem Stern 1 hochgehe über die Aktion und kann jetzt 2 tauschen. Ja, vielleicht tausche ich tatsächlich mal irgendwie die gelben. Ja, ist okay. Genau, und damit bin ich auch schon wieder durch. Genau, jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das Germanenplättchen aufzudecken. Und das ist cool. Das ist für die erste Runde eine sehr annehmbare Germanenstärke. Jetzt muss ich halt echt nur gucken, dass ich mir noch ein Plättchen organisiere und das halt auch noch voll kriege im besten Fall. Sonst habe ich verloren. Habe ich das schon eben, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Habe ich das schon umgedreht? Ich bin jetzt. Das habe ich doch eben. Ja, doch, habe ich schon gemacht, klar. So, dann geht's weiter. Nächstes Plättchen. Der rote Würfel kommt raus. Der rote kommt raus. Das ist schade. Das ist schade. Der rote kommt raus. 1, 2, 3, 4. Hier oben kommt weg. Und ein Stern kommt auch weg. Stern kommt auch weg. So, dann habe ich die 3. Tja, Leute, was mache ich jetzt? Ich kann nichts bauen, ich würde gerne was bauen, ich hätte gerne noch eine Kaserne. Mir würde jetzt auch nichts bringen, wenn ich den Manipulator kann ich nehmen, um nach unten eins runter zu gehen. Das mache ich jetzt auch. Das kann ich einmal pro Runde machen, also pro Manipulator. Das heißt, ich drehe den jetzt um, weil ich den benutze und lege mir die. Das ist mir eigentlich egal, die blaue 2 jetzt hier hin und baue mir hier so ein Plättchen für die Kaserne.
Ach so, und wenn ich hier was abdecke, dann bekomme ich einen Bonus, sofern einer hier drauf ist. In dem Fall würde ich einen Stern bekommen. Ja, damit wäre die Runde auch vorbei und wir gehen, der Zug und wir gehen in den letzten. Jo, so sieht's aus. Hoch, das war eine 3. Dann ziehe ich noch ein Plättchen. Der gelbe kommt raus. Das sechste Plättchen kommt weg. Und hier kommt ein Acker weg. Dann habe ich noch zwei Dreien. Jetzt bin ich wieder so schlau wie eben. Das heißt, ich komme nicht dazu, noch eine Kaserne zu bauen. Das fängt schon wieder extrem schlecht für mich hier an. Aber gut, der Schaden ist jetzt nicht so gewaltig. Obwohl, der ist doch eigentlich gewaltig, weil ich hier oben. Ja, ich muss meinen Hafen abgeben. Das ist ziemlich blöd. Aber okay, jetzt erstmal der Reihe nach. Ich nehme mir einen Stern, alles andere ist totaler Quatsch. Ich nehme mir einen Stern, kann mit der 3 nichts machen. So, und jetzt kommen wir nämlich zum runden Ende. Jetzt blätter ich mir hier nochmal auf. Genau, zum einen arbeiten wir jetzt diesen Germanenüberfall ab. Ich habe leider schon überprüft, dass ich nur einen erfüllen könnte. Das heißt, ich habe den Germanenangriff, den habe ich nicht standgehalten. Und als Strafe muss ich jetzt, ich gucke nochmal, aber ich denke mal, dass das bedeutet, dass ich entweder so einen Marktstand abgebe oder einen Hafen. Ja, genau. Abreißend auf dem Spiel entfernen. Befinden sich Figuren auf dem Plättchen, kommen sie zurück in deinen Vorrat. Das tun sie wenigstens nicht, aber ich muss jetzt leider schmerzhaft meinen Hafen abgeben. Das ist sehr schade. Genau, das ist jetzt die Strafe quasi dafür, dass ich dem Angriff nicht standhalten konnte. Alternativ hätte ich als Belohnung einen Stern bekommen. Das haben wir gemacht. Dann gehen wir jetzt zum Infrastrukturmangel. Das ist nämlich jetzt das, wo ich diese ganzen Figuren zusammenzähle und mir neue nehmen muss. Das heißt, ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Figuren. Generell zählt noch jedes freie Plättchen, auf dem keine Figuren stehen, von diesen Stadtplättchen auch noch dazu. Das heißt, ich müsste noch eins mehr nehmen, aber ich habe jetzt. Hab nichts. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na wunderbar. 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6. Okay. So, ja, da bin ich doch wieder um einige Figuren reicher geworden. Ja, damit haben wir das auch abgehandelt. Ach genau, es zählen auch leere Militärtürme. Zum Glück habe ich keinen, der würde auch noch dazu zählen. Und dann würde ich mir auch noch eine Figur mehr nehmen müssen. Genau, jetzt werfe ich alle Figuren von Stadtplättchen und Militärtürmen, die komplett mit B Figuren belegt sind. Das wäre dieses hier. Ansonsten habe ich auch nichts. Aber es wäre komplett belegt. Jo, und jetzt gehen wir ins neue Jahr. Im neuen Jahr räumen wir hier die oberste Reihe ab, schieben die verbliebenen unteren Plättchen nach oben. Und ja, teilen hier jetzt quasi neu aus. Ach, hier war noch eins. Ja, genau, das machen wir am Ende jeder Runde. Das kann halt manchmal auch blöd werden. Also das ist jetzt wieder eine so richtig doofe obere Reihe, die untere. Achso, wir haben hier auch die Stadtplättchen. Also manche haben eine blaue, also die Hafenplättchen haben eine blaue Oberseite, die Hafenseite und eine untere, die ist weiß für den Marktstand. Das bedeutet, wenn ich ein Hafenplättchen hier habe, was ich komplett befülle mit Figuren, dann schmeiße ich die in dem Moment runter, die kommen in den allgemeinen Vorrat zurück und ich drehe das um und lege das auf den Marktplatz. Ja, das ist quasi, aber wenn wir es hier auslegen, dann starten wir immer mit der blauen Seite. Generell ist es auch möglich, wir können hier mehr geschossig auch bauen. Wenn wir keinen Platz mehr haben, wir können ja aber auch hier nach rechts gehen. Aber wichtig ist immer, dass wir erst diese Stadtausbauten hier haben. So, ja gut, das hat es jetzt ein bisschen aufgelockert. Wir drehen Manipulatoren auf. Und das genaue Jahreszeitenboot kommt zurück. Die Germanenplättchen werden entfernt und wir drehen wieder das linke um und befinden uns in einer neuen Runde. Also bei mir muss jetzt einiges passieren, damit ich mal ein bisschen figurenlos werde. Genau, das ist jetzt das Plättchen, da befinden
bleibt alles, wie es war. Wir legen einen Stern weg. Und das Symbol bedeutet, dass wir die jetzt alle wieder komplett neu durchmischen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das mitmischen oder nicht. Ich gucke jetzt mal kurz. Führst du eine Aktion, am Ende mischst du alle neu. Ja, okay, alle neu am Ende. So, das heißt, ich kann aber alle Würfel benutzen. Und jetzt gucke ich, oh, das ist auch wieder cool, dass wir hier 0 haben. Also ich habe ein glückliches Händchen gehabt mit der Auswahl der Germanenplättchen. Dann nehme ich mir das hier. Über die, was nehme ich? Rote 5, ist egal, ich kann eh nichts erfüllen. Und bekomme hier nochmal den Bonus, dass ich ans Höher gehen kann. Und jetzt kann ich mir hier auch einen Militärturm. Einen Militärturm nehmen oder einen Handelsturm. Der Handelsturm hat halt den Vorteil, ich kann auf dem Aquädukt 2 vorgehen. Das ist natürlich ein cooler Bonus. Auf der anderen Seite kann ich halt im Militärturm auch nochmal 2 Leute bunkern. Ich will gerade mal gucken, ob der Militärturm auch bei der Abwehr der Germanen hilft, aber ich glaube nicht. Doch. Ein Militärturm zählt wie eine Kaserne bei der Erfüllung der Dekrete. Achso, bei der Dekrete, okay. Doch, gibt dauerhaft Stärke 1. Hö? Die wird so. Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ne, sieht nicht so aus. Es gibt wohl irgendwie einen. Ja, es gibt einen Militärturm, der gibt mir irgendwie Stärke plus, aber an sich nicht. Also hauptsächlich geht es darum, dass ich eine Sonderentsendung von Leuten einfach machen kann. Und, ja, Leute, was mache ich jetzt? Ich nehme mir den jetzt einfach. Beziehungsweise ich nehme hier den. Leg mir den hier dran. Kann jetzt den Bonus hier einlösen. Gehe hier 1 hoch und kann jetzt als Bonus 1 bauen. 1 bauen. Was baue ich denn? Ich baue mir hier noch so einen Hafen, dann habe ich nämlich gleich noch meine Figur abgedeckt. So, damit habe ich meine Hauptaktion ausgeführt und kann keine Nebenaktion mehr ausführen, weil das nicht passt mit den Augenzahlen. Genau, so, und die mischen wir jetzt. Und weiter geht's. Das geht ans Vor. So. Der gelbe kommt raus, das zweite Plättchen von unten kommt weg und ein, wir fangen hier auch immer bei den, ich glaube bei den Privilegien, Dekreten und Türmen an, von unten wegzunehmen. Hier ist es ja auch egal, weil die identisch sind, ja. Das heißt, das nehme ich jetzt weg. Aber wir können gerade mal schauen, was das hier überhaupt alles bedeutet, was wir erfüllen müssen. Ich habe bisher ehrlich gesagt selten was erfüllt, davor war schon immer alles weg. Das würde jetzt bedeuten, ich müsste auf Feld 6 der Entwicklungsleiste kommen, dann könnte ich mir das nehmen und das hier abdecken. Das bedeutet, ich habe 3 Bauernhöfe mit 7 Figuren besetzt und das bedeutet, ich habe 3 Kasernen mit 5 Figuren besetzt und oben 2 Häfen mit 3 Figuren, 2 Schiffe mit 3 Figuren besetzt. Ja, das ist noch irgendwie halbwegs realistisch, aber wobei ich gerade gar nicht sicher weiß. Nee, doch, es muss ja insgesamt sein. So viel Platz ist ja auf keinem. Nee, okay, insgesamt, klar. Also das obere ist dann noch, das sollte ich vielleicht anstreben. Genau. Dann, jo, geht's weiter. Ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall Würfel Nummer 2, einfach, dass ich hier bei der Aquäduktleiste mal ein Stück vorwärts komme, als Bonus für das Jahreszeitenschiffchen. Und als Hauptaktion nehme ich mir diesen Marktstand und bekomme als Bonus nochmal einen Fortschritt auf der Aquäduktleiste. Ich habe als Augenzahl eine blaue 2, passt nicht, beziehungsweise, Moment, der Markt ist grau und eigentlich sowas wie ein Joker. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier zählt. Das für
Muss man gerade gucken. Marktstand. Ein Marktstand wird auf einem Marktplatz gelegt. Jeder Marktplatz bietet Raum für einen Marktstand. Sind alle Marktplätze belegt, benötigst du zuerst einen neuen Marktplatz. Okay, das hilft mir nicht weiter. Nee, ich glaube, ich habe das einfach verwechselt mit der grauen Figur. Also es ist alles läuft alles. Ich kann hier nichts machen. Ja, und damit ist mein Zug wieder zu Ende. Wir gehen wieder eins weiter. Das kommt raus und es wird neu gewürfelt. Neues Plättchen. Der blaue Würfel wird entfernt. Das fünfte Plättchen kommt weg. Und hier unten ein Wald. Oh, ich sollte Acker noch mal bauen, falls ich das möchte. So, und jetzt habe ich die 2 und die 3. Bei der 3 könnte ich mir wieder ein Türmchen nehmen. Aber das will ich eigentlich gerade gar nicht, glaube ich. Ich könnte auch meinen Manipulator benutzen. Ne, ich nehme die 2. Ich nehme jetzt die 2 und baue einen Acker, weil es da nicht so gut. Genau, da habe ich nämlich eine kleine Kette. Ich baue einen Acker, hier habe ich dieses Symbol. Das heißt, ich kann hier wieder eins hochgehen. Und als Bonus kann ich noch was bauen. Und da baue ich hier noch einen Markt und kann dann auf der Aquäduktleiste noch mal eins vor und habe dann auch noch mal so ein zusätzliches Männchen abgedeckt. So, mit meiner 2 komme ich aber auch wieder nicht weiter. Das heißt, mein Zug ist wieder beendet. Das Boot fährt weiter. Wir drehen das zweite Plättchen um. Eine 1. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier die Kaserne voll kriege. Dann bin ich da nämlich safe. So, der blaue Würfel kommt raus, Plättchen 2, leer, wird nicht entfernt. Und gut, dass ich nochmal einen Markt gebaut habe. Jo, dann habe ich die 5 und die 6. Und genau, ich nehme jetzt die 6, um hier. Moment, lasst mich nachdenken. Oder ist es besser? Doch, ich nehme die 6. Nee, ich nehme nicht die 6. Doch, ich nehme die 6, dann habe ich das erledigt. Ah, ich bin hinterhergerissen. Doch, ich nehme jetzt die 6. Dann habe ich das auf jeden Fall. Dann halte ich diesem Angriff stand und muss nichts abgeben. Genau, das habe ich gemacht. Ich habe hier noch, genau, hier habe ich noch als Nebenaktion die 6 und kann hier oben noch eins reinsetzen. Das zählt aber am Ende nicht, also dafür müsste ich das halt noch voll kriegen und das ist utopisch. Ja, damit ist es wieder vollbracht. Wir gehen eins weiter in die letzte Runde. Würfeln, ziehen ein Plättchen. Der Würfel kommt raus. Das letzte Plättchen kommt weg. Und ich habe die 2 und die 5. Die 5 würde mir jetzt wieder den Bonus geben durch das Schiffchen, dass ich 2 tauschen kann. Habe aber im Moment eigentlich kein gesteigertes Interesse daran. Ich würde mir noch ein Plättchen. Ich baue jetzt noch, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich baue jetzt noch eine Dings, rot, kann hier noch eins hochgehen. Meinem letzten Stern bekomme als Bonus 2 Sterne und kann auf der Aquäduktleiste noch eins vorgehen. Ja, so, das war jetzt die 5. Habe ich irgendwas mit einer 5? Nee, auch nicht. Also das läuft bei mir gar nicht gut. Ich löse sehr wenige Nebenaktionen aus und ich glaube, ich habe auch zu wenig Stadtplättchen bisher gebaut. Wir sind am Ende der Runde angelangt. Das bedeutet, erstmal handeln wir den Germanenangriff an. 1, 1, das heißt, ich habe es geschafft und kann mir jetzt als Belohnung ein Türmchen hier nehmen. Dann nehme ich mir diesmal so einen Handelsturm. Dann nehme ich den. Kann als Belohnung 2 auf der Aquäduktleiste vorgehen. Jo, das war's. So, jetzt machen wir wieder Infrastruktur. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minus 3. Jetzt muss ich nur 7 nehmen. Vorhin waren es noch 12. Also ein bisschen wird's.
2, 4, 6, 7. Gut, ich werde halt auch kaum los. Also ihr seht, das ist absolut kein gutes Ergebnis bis jetzt. Ja. So, jetzt gucken wir, volle haben wir. Das wird jetzt abgeräumt. Der ist noch nicht voll, der bleibt stehen. Dann nehmen wir hier wieder die obersten Plättchen weg, schieben hoch, füllen auf. Füllen auf. Und das Jahreszeitenbrot geht auch wieder an den Start. Das Germanenplättchen wird umgedreht. Also wir befinden uns schon in der vorletzten Runde und guckt euch an, wie viele Figuren ich noch habe. Also an einem Discordia-Turnier werde ich wahrscheinlich nie teilnehmen können, aber ich habe auf jeden Fall Spaß am Spiel. So, dann geht's wieder weiter. Blauer Würfel 2, 2 und hier der Handelsturm kommt raus. So, dann habe ich die 4 und die 5. Ich nehme einen Stern, mache hier diese Aktion, gehe hier eins nach rechts und gehe hier oben hoch. Jetzt kann ich mir so ein Privileg nehmen und ein Manipulator. Dann nehme ich mir als Privileg hier so eine Einmalaktion. Dann kann ich mir 2 Sterne nehmen. 2 Sterne und ich kann eine Entsendung machen. Was entsende ich? Wen entsende ich? Ich entsende hier 2 Rote. 2, weil das nächste Feld halt jetzt 2 sind. Das heißt, wir befüllen das dann komplett. So. Das ist meine Aktion mit der gelben 5. Ansonsten kann ich die Augenzahl wieder nicht weiter verwenden und es geht von vorne los. Rot kommt raus, 2 und hier ein Militärturm kommt weg und dann habe ich noch die 2 und die 4. Die 2 und die 4. Ich könnte was bauen, ich will nichts bauen. Ich nehme jetzt hier mal ein Mahnplättchen, das geht so nicht weiter. Dann nehme ich mir hier das Plättchen mit der blauen 2 und die blaue 4 bringt mir auch nichts. Jo, wieder am Ende angekommen. Also ihr merkt, es geht hier ziemlich flott weiter, wenn man nicht in der Lage ist, irgendwelche Ketten zu bilden, wie ich. 2, nichts mehr da. 2 mal 4. Ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich entsende. Ich habe halt echt doofe Plättchen, weil da immer nur 1, 1, 1. Das ist nicht so gut. Naja, also es läuft wirklich nicht gut. Aber jetzt seht ihr, also ihr merkt so, wie es besser laufen kann. Ich nehme jetzt eine Entsendung als. Kann ich das eigentlich machen mit dem Militärplättchen? Einfach so, Militär kommt Platz. Achtung. Du wählst als Hauptaktion. Ach genau, nee, ich müsste eine rote Entsendung machen. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das habe ich hier nicht. Ich habe eine blaue, ja. Dann nehme ich jetzt das Blaue und mache das. Aber ist halt auch wieder keine zufriedenstellende Aktion. Weiter geht's. Roter Würfel 1. 1 kommt weg. 1 Stern kommt weg. Und ich habe die 5 und die 6. So, das mache ich jetzt. Ich nehme die Aktion, das heißt, ich kann jetzt zumindest mal mit allen anderen Zweien auch dieses Feld bedienen. Ob mir das jetzt was bringt oder nicht. Oder ich kann noch einen Manipulator nehmen. Das ist wahrscheinlich nicht so schlau, aber vielleicht macht es Sinn, irgendwie die Figuren mal abzudecken. Eine blaue 6 bringt mir auch nichts. Also, zack. 2. Ja, dann muss ich noch ein Plättchen hier, einen Bereich füllen. Dann habe ich den Germanenangriff auch hingekriegt. Der blaue kommt raus, die 1, Plättchen weg, 4, 5. 4, 5 Sterne brauche ich nicht mehr. Ich habe alles voll bis auf die 2 oberen und habe noch 2 Sterne. Und ich nehme die rote 5
Ich mache genau Manipulator plus 1, mache die rote 6, gehe hier oben noch eins höher, kann auf der Leiste 1 vorgehen und habe die Nebenaktion rote 6 und fülle hier mein Plättchen. So, jetzt habe ich den Germanenangriff, das läuft und es geht weiter. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir wieder das. Der letzte Stern kommt raus. Ich kann alle Würfel benutzen. Und die werden gleich neu gemischt. Was mache ich jetzt? Kann ich noch was bauen? Bringt mir das was? Nö, das würde mir hier nur einen Stern bringen. Ich brauche keine Sterne mehr. Ein Plättchen. Ich nehme das Plättchen mit der blauen 5. Habe ja hier eine blaue 5. Und da ich die Nebenaktion direkt nutzen kann, stelle ich mir hier noch eins drauf. Jo, das ist halt jetzt auch nicht viel. Das ist nicht viel. Also ich habe im Endeffekt jetzt auch nicht so viele Figuren verloren, aber es lief schon mal besser. Naja, egal. Dann habe ich das erledigt und wir sind wieder am Rundenende. Rundenende bedeutet, Germanenangriff, ja, bringt mir jetzt überhaupt nichts, dass ich den gewonnen habe, weil ich hier eins höher gehen könnte. Aber bin schon ganz oben, allerdings verhindere ich dadurch, mir weitere vier Figuren nehmen zu müssen, worüber ich sehr froh bin in meiner jetzigen Situation. Das Schiff kommt wieder nach vorne. Wir machen jetzt Infrastruktur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 4, 5. Immer noch genug. 5, 4, 5. Genau hier. Die kommen nach oben. Ja, also wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, dass ich das Spiel einfach nicht besonders gut spiele, aber ich finde es schon echt herausfordernd. Also ich weiß noch, Golem, das habe ich irgendwie einmal gespielt und dann habe ich das nahezu immer gewonnen und ich habe es geliebt, diese Ketten so im Kopf zu bilden und das war voll mein Ding. Ich habe hier tatsächlich vergleichbar viel Spaß, aber ich bin nicht so gut. Also ich bin gespannt, was ich da noch rausholen kann. Manchmal läuft es irgendwie besser und manchmal läuft es irgendwie wieder schlechter. Und jetzt läuft es mal wieder ein bisschen schlechter. Manipulator umdrehen. War noch irgendwas zu beachten? Germanenplättchen, Manipulatoren, Stadtplättchen. Nö, okay. Ja, auf in die letzte Runde. Mal gucken, was noch rauszuholen ist für mich. Das war eine 1 auf dem Boden. Und wir entfernen den gelben Würfel und entfernen das untere fünfte Plättchen. Und hier kommt das auch noch raus. So, jetzt habe ich die 1 und die 2. Ich muss entsenden. Ich muss entsenden. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich nehme jetzt hier dieses Plättchen. Daneben, dass ich entsenden muss, muss ich nämlich hier auch mal irgendwie noch ein paar Plättchen haben. So, die 1 kann ich benutzen, weil ich hier den Bonus habe, meine blaue 1, und kann hier als Nebenaktion einen reinstellen. So, das war es aber auch schon wieder. Das Boot zieht weiter. Der rote Würfel kommt raus. 2, 4, 5 kommt weg. Und ach so, es kommt noch. Ja, glaube ich, manchmal vergesse ich da unten das zu machen. Turm kommt raus. 4, 5. Jetzt könnte ich doch mal irgendwas entsenden. Ich nehme die gelbe 5. Die gelbe 5. Entsende einen blauen und kann hier, weil ich den Bonus habe, auch noch hier für die 5 einen entsenden. Ach, das habe ich eben vergessen. Ich muss abräumen. Ich muss abräumen, weil die Runde vorbei war und das Plättchen voll war. Genau, so. Das war's. Das war's. Das ist mir zu wenig. Habe ich schon 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe auch schon 4 Stadtausbauten und habe das wieder vergessen.
Ich nehme mir das jetzt einfach noch und krieg noch zwei Sterne, die nicht mehr da sind und kann eine Figur wegwerfen. So, weiter geht's. Roter Würfel, 3, 4, 5. Vier. Die 4 bringt mir bei Rot was. Ich habe aber da noch kein Sternchen drin. Die 5 bringt mir bei Blau was. Ich nehme die 5, nehme die Aktion Entsenden und bekomme hier nochmal eine Nebenaktion. Ja. Und das war es dann wieder. Blauer Würfel, Plättchen, 5, 6. Dann gehe ich jetzt noch mit dem Stern ganz nach oben über diese Aktion und nehme, genau, das ist cool. Ne, ist nicht cool. Das zählt nicht für weiß. Okay, ich nehme jetzt hier noch die Entsenden-Aktion, die Nebenaktion. Und das war's wieder. Ja, also es ist. Ach du liebe Zeit, 5, das werde ich auch nicht mehr schaffen. Mit dem Germanenangriff. Leute, das Spiel ist echt schwer. Ich finde das schwer. Das liegt nicht an meiner Leistung alleine. Plättchen, ich bin schon ganz durcheinander. Da kommt raus, 2, 4, 5, nichts mehr da. 1 und 4. Ich muss entsenden. Ich brauche mir keine anderen Gedanken mehr machen als entsenden. Ich entsende rot. Ich entsende rot. 2. Dann habe ich die 1, die zählt hier wegen des Bonuses. Da kommen noch mal 2 rein. So. Letzter Zug in der letzten Runde. Roter kommt raus. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse immer unten das. Das kommt noch weg. 3, 6. So, kann ich jetzt noch irgendwas Vernünftiges hier machen? Den Angriff. Oh, das wäre so gut, wenn ich den abwehren könnte. Kann ich das noch irgendwie machen? Das geht nicht. Das geht nicht. Verdammt, das wäre richtig gut. Weil jetzt muss ich 4 nochmal ziehen und so könnte ich sogar mir 4 nochmal abziehen, die ich ziehen muss. Aber ich habe keine Chance. Ah, hier, das kann ich mir auf jeden Fall nehmen, weil ich das erfüllt habe, aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Das kann ich mir nehmen, weil ich 3 auf 2 habe. Das heißt, ich kann hier noch eine Bonusentsendung machen. Also ihr merkt, es ist alles hier ein bisschen chaotisch. Ich vergesse die Hälfte. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das jetzt überhaupt noch nehmen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil es so schlecht bei mir läuft und weil ich es vergessen habe. Eine Sonderentsendung, dann mache ich mal hier eine weiße. Also nicht Sonderentsendung kann. Doch, Sonderentsendung hoch. Kann ich rauswerfen. Kann ich mir noch was nehmen? Nö. Wenn ich den Angriff doch nur abwehren könnte, habe ich auch keine Möglichkeit mehr. Nehme ich die 6 oder die 3 oder manipuliere ich? Was will ich denn? Ich kann eh nichts mehr machen. Die 4, die 1. Ich kann sagen, ich nehme die. Nee. Ich kann auch nichts mehr entsenden. Ich habe ja nur noch diesen roten Platz frei, beziehungsweise 2 rote Plätze. Ich nehme jetzt einfach die 6. Ah ne, hier unten könnte ich noch entsenden. Die 6, die 3. Ich nehme jetzt die 6, entsende hier unten nochmal 2. Hier unten 2. Hier, das zählt nicht. Hier, genau, die 6 kann, da kann ich noch eine Sonderentsendung machen. Und das war es dann leider auch schon. Ja, jetzt sind wir durch.
Ja, das Gute an diesem Spiel ist, dass man am Rundenende nicht viel zählen muss, sondern eigentlich nur, also beziehungsweise wir müssen das jetzt nochmal kurz abhandeln. Germanenangriff läuft nicht, ich muss mir vier ziehen. Dann Infrastrukturmangel 1, 2, 3, 4, minus 4, immerhin muss ich keinen nachziehen. Und ja, das Coole ist halt, wir müssen jetzt keine Siegpunkte zählen, wir müssen nur diese Figuren zählen. Ich habe wahrscheinlich wieder mehr, als ich zu Beginn hatte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ja, ich habe mit 15 angefangen. Also das Ergebnis ist horrible, aber es macht mir immer wieder Spaß und ich hoffe, ja, Bernd, falls du zuschaust, sag mir bitte, was ich verändern könnte. Es wurmt mich auch langsam. Also ich habe das Spiel jetzt so oft gespielt, aber manchmal habe ich echt so Phasen wie diese jetzt. Wobei es ist vielleicht auch nochmal eine andere Bedingung, weil ich die ganze Zeit irgendwie so nur so halb aufmerksam bin, weil ich immer noch irgendwie denke, ich muss, also ich erzähle was, weil ich es halt aufnehme. Das beste Ergebnis war, wie gesagt, 7. Es ist aber komplett, also es kann jetzt sein, dass ich 18 habe und nächste Runde kann es wieder sein, dass ich 7 habe oder dass ich vielleicht sogar 20 habe. Also es läuft alles nicht ganz so rund. Aber ja, ich hoffe einfach noch, dass ich den Dreh irgendwie rauskriege. Was ich bis jetzt gar nicht gemacht habe, ist dieses Tauschen. Wir haben hier diese Plättchen oder können an verschiedenen Stellen ja viel tauschen. Das habe ich bisher nie gemacht, was aber bei mir auch daran lag, dass ich nie so weit meinen Bestand reduziere, dass ich irgendwie Probleme bekomme mit den Farben. Das heißt, das kann nicht die Lösung sein, wie ich hier besser werde, weil ich ja so weit gar nicht komme, dass das essentiell wäre. Was ich dieses Mal auf jeden Fall falsch gemacht habe, ist, ich hätte direkt mehr, ich bin direkt auf diese Leisten gegangen. Das war vielleicht, also ist ganz nett, wenn du halt das Gefühl hast, du kriegst die Leisten schon dicht. Aber dadurch hatte ich wenig Übereinstimmung mit den Augenzahlen, was die Nebenaktion angeht. Das heißt, eigentlich hätte es Sinn gemacht, hier ein Stadtplättchen nach dem anderen rauszuhauen, damit ich möglichst viele Chancen habe, über die Nebenaktionen halt noch irgendwie Figuren loszuwerden. Das habe ich halt nicht gemacht. Ja. Aber neues Spiel, neues Glück. Ich werde es wieder versuchen. Falls ich es irgendwann mal schaffe, keine Figuren mehr im Bestand zu haben, dann werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen, aber ich bin nicht so optimistisch. Also, dass ich gar keine mehr im Bestand habe, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich wäre schon froh, wenn ich es mal irgendwie auf 5 oder 4 schaffe. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt euch das Spiel auf jeden Fall an. Also, ich finde es richtig cool. Also, ihr habt jetzt bestimmt gemerkt, dass es durchaus herausfordernd ist. Also, ich würde jetzt auch wirklich nicht sagen, dass ich einfach gar keinen Zugang zum Spiel habe und einfach sau schlecht darin bin, das glaube ich nicht. Für mich, also ich würde schon sagen, dass es seine Herausforderung hat. Also das ist jetzt kein Easy-Spiel, wo man irgendwie locker mal diese Figuren los wird. Außer man hat vielleicht mal großes Glück irgendwie mit seiner Taktik. Aber ansonsten ist es sehr taktisch und man muss echt nachdenken. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass ich mir nicht genug Zeit gebe, um hier über meine Züge nachzudenken. Und dass ich das halt irgendwie so runterspiele und dass es halt nicht funktioniert. Aber ich werde dranbleiben. Wie gesagt, guckt euch an. Wenn ihr gerne knobelt und überlegt und euch da richtig reinfuchsen wollt, dann ist das Spiel auf jeden Fall richtig gut. Also ich habe, außer dass ich es schwer finde, aber noch nicht weiß, ob es am Spiel liegt oder mir, habe ich ansonsten eigentlich absolut nichts auszusetzen. Ich habe gelesen, dass der Bernd an irgendwelchen News zu Discordia arbeitet. Auf die bin ich sehr gespannt und freue mich und hoffe das Beste. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut gehen.